Splatfest-Ergebnis. Die Splatfest-Ergebnisse liegen uns vor. Oh, ha! Es folgt das Team mit den meisten Stimmen. Nun mach schon. Pokémon Rotte, 64%. Pokémon 64, Nintendo 64, Pokémon Stadium Illuminaten. Na, wie lief's bei euch? Zur nächsten Verkündung. Los jetzt! Siege! Wer hat die meisten Siege abgesandt? Ja, los jetzt, sag schon! Oh, 57%. Nein! Egal, welches Ergebnis? Nur kein Trübsal. Und nun das Endergebnis? Ganz genau. Siegerteam ist... Los jetzt, mach schon! Bam, Junge! Pokémon Blau gewinnt! Ha, Turtok und seine Freunde haben gewonnen. Das ist unfair. Ihr hattet einen Typenvorteil. Ach ja, was das Vulpix von dir angeht. Nicht vergessen, wer beim Splatfest dabei war. Wie kann ich es anders nennen als Blau gewinnt? Den erwarten im Zentrum Preise. Bis nächstes Mal. Limone. Limone. Senpai. Ja, meine lieben Freunde und Kaninchen. So, mit diesem etwas weirden, knackigen Anfang. Willkommen zu Splatoon Online. Team Blau hat natürlich gewonnen. Wie soll es auch anders sein? Ich meine, ne? Wenn einmal meine liebe Limone irgendwas verkündet oder in irgendeinem Splatfest-Team dabei ist, dann muss ich da auch dabei sein. Was habe ich denn da für eine Mütze an? Das ist ja ein Fahrradhelm. Habe ich denn denn... Okay. Mich hat nur das Lil so irritiert. So, was? Das sah komisch aus. Sorry. Aber gut. So, wir haben das rote Karim noch gar nicht aufgelevelt. Lass uns das doch direkt mal tun. Ne? Die Frage ist, ob ich jetzt noch ein bisschen shoppen gehen will. Oder ob wir direkt kämpfen sollen. Das Gute ist, wir haben jetzt wieder 15 Supermuscheln. Wir können jetzt erstmal, wenn wir das denn wollten, 15 Mal die Attribute auf den Kleidungen wechseln. Das ist ziemlich cool. Ich würde aber sagen, zu Splatfest und mehr kommen wir jetzt. So, ja, Splatfest ist vorbei. Und ihr seht, es gab nur einen Part. Und ich war auch ehrlich gesagt nur volle Kanne-Fan. Also man... Ich war quasi so gelevelt, wie man es auch im Let's Play gesehen hat. Nur volle Kanne, mehr nicht. So. Ich habe ja schon so ungefähr erzählt, womit das zusammenhängt. Erstens, ich habe noch bis... Boah. Der Part kam ja, glaube ich, Samstag raus. Nee, Sonntag kam er, glaube ich, raus. Sonntag. Nee, oder? Wann kam der Part raus? Sonntag. Oder? Ich weiß es nicht. Er müsste Sonntag rausgekommen sein. So, er kam Sonntag raus. Und, ja, ihr wisst ja, ich habe da ja erzählt, ja, wir haben jetzt gerade 3 Uhr oder sowas. Es war auf jeden Fall sehr, sehr früh morgens. Es war echt schon sehr früh morgens. Ich habe noch nie so früh aufgenommen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Ne? Und, ja, ich habe ja nicht nur Splatoon aufgenommen. Nach Splatoon kam das Let's Show für den Sonntag. Was nicht kam, kommt dann nächsten Sonntag halt. Weil wenn ich sage, willkommen beim Let's Show Sonntag und es ist Montag oder Dienstag, oder irgendein anderer Tag, der nicht Sonntag entspricht, wäre schon ein bisschen dumm, ne? Naja. Ihr wisst Bescheid. Gut. So, trotzdem. Falls sich einige von euch fragen, warum das so zustande kam, jetzt wisst ihr es. Mit dem Splatfest. Ne, ich hab halt noch meine Sachen aufgenommen. Let's Show. Clash of Clans, glaube ich, auch noch. Ja, ich glaube Clash of Clans, Super Mario Maker, Mario Kart 8 dürfte wahrscheinlich heute kommen. Dann noch diverse andere Sachen. Also ich war echt sehr, sehr krass beschäftigt noch am Sonntagmorgen. Und nach dem Aufnehmen habe ich das halt alles noch geschnitten und so weiter und so fort. Im Renderprogramm. Und ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man etwas schneidet. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber ihr könnt euch vielleicht in die Lage reinversetzen, dass man dafür recht lange braucht bei 10 Parts, die man Sonntag rauskloppen... Okay. Die man Sonntag rauskloppen will. Aber zu den Parts, die Sonntag rauskamen, komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Ne, ich war bis um 5:30 oder so wach, um alle Videos fertig zu schneiden.
Das war extrem krass. Ich habe noch nie so lange für Videos gearbeitet. Ich saß also... Ja. Meine lieben Freunde, kann ich jetzt sehr lang wach. Wenn ich das sage, dann meine ich das auch. Also es war halt echt... Boah. 5:30 und danach wollte ich auch eigentlich ins Bett gehen. Ich wollte eigentlich durchmachen. Aber ich war halt... Ich habe trotzdem gemerkt, dass ich ultra kaputt bin. Und dachte mir, komm, du legst dich hin, schläfst aber nicht. Ja. Und dann wache ich auf und es ist BAM! 12 Uhr. Ich bin wahrscheinlich irgendwie eingepennt, obwohl ich das nicht wollte. Ja. Ich habe währenddessen auch, während ich im Bett lag, habe ich mir Aquatic Ambience von Donkey Kong Country angehört. Es ist eine richtig entspannende Musik und dabei kann man total gut einschlafen. Ihr wisst ja, ich bin jemand, ich lese nicht nur in Super Mario 64 die Schilder vor, sondern ich bin neben meinem Doktortitel Wikipedia Tendo LP auch noch jemand, der Schlafmusik nutzt. Ich nutze Musik zum Einschlafen, sei es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Deko-Baum-Musik aus The Legend of Zelda Ocarina of Time oder jetzt auch neuerdings Donkey Kong Country Aquatic Ambience. Ich weiß nicht, die Musik ist halt so entspannt, dass man davon übelst gut einschlafen kann. Ja, wie gesagt, ich war dann halt so um ungefähr 12 Uhr wach und das Ding ist, ich wollte Sonntag zu meinen Eltern. Und ich wollte schon um ungefähr 12 Uhr da sein. Und wann wurde ich wach? Richtig, um 12. So. Ja. Ist natürlich sehr schön. Kann man nicht anders sagen. Ich dann schnell aufgestanden. Hab die Videos fertig gemacht. Es waren am Ende nur 4 Stück, die ich geschafft habe. Ihr kennt mich ja, wie ich sonntags drauf bin. Da kommen ja für gewöhnlich so 10, 11, 12 Videos raus. Und es waren nur 4. Ich war, muss ich sagen, mit mir selber unzufrieden. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ja. Weil halt nicht die vorgesehene Menge, die ich rauskloppen wollte, auf den Kanal gekommen ist. Leider, leider. Aber kann man da auch nichts mit anstellen, ne? Kannst auch nichts für, wenn du verschläfst. Und ganz ehrlich, wenn ich wach geblieben wäre, ich glaube, ich wäre einfach tot gewesen. So ging es mir ja noch einigermaßen gut. Ne, ich bin jemand, ich mache kaum oder selten oder nie Nächte durch, weil ich am nächsten Tag dann voll kaputt bin und dann habe ich da keinen Bock drauf. Ich habe einfach keinen Bock für den nächsten Tag kaputt und tot zu sein, deswegen schlafe ich lieber. Weil es kommt mir dann immer so vor, als würde ich vollkommen besoffen und tot die Parts kommentieren. Naja, wenn ich Parts kommentiere, dann muss ich schon geistlich fit sein. Auch wenn es mir viele nicht anmerken würden und mögen, ist es nun mal so. Ihr wisst Bescheid. Schön. Ja, so viel dazu auf jeden Fall. Ich dann halt schnell alle Videos fertig gemacht. Das waren Splatoon, Minecraft, Pokémon und Clash of Clans. Am Ende des Tages, also als ich von meinen Eltern nach Hause kam, und es war übrigens sehr cool bei meinen Eltern, ich habe das beste Essen der Welt gegessen, Fleischbrot, Alter. Ich glaube, es ist irgendwas, ich glaube, es ist tamilisch oder es ist ein indisches oder es ist ein arabisches Essen, Fleischbrot. Es ist quasi Brot und das Fleisch drin. Es ist natürlich mit eigenem Teig, ne? Also ich habe jetzt mir nicht da irgendwie 2 Scheiben Graubrot geschnappt und da Fleisch reingelegt oder so. Nicht, dass ihr irgendwie denkt, das ist voll einfach, nein. Meine Mutter hat halt so einen Teig, den macht sie fertig, verfeinert das Ganze noch so ein bisschen mit so einer komischen Soße, ich weiß gar nicht, welche das ist. Auf jeden Fall schmeckt die Soße richtig geil. Ich glaube, irgendwie ist es so Gewürzketchup und da packt sie dann halt noch Hackfleisch rein. Natürlich nur Halal-Hackfleisch, ist ja ganz klar, ne? Und dann wurde verspeist und das war total lecker. Ich habe das Ganze noch mit Salat kombiniert und es schmeckte mir so ein bisschen wie Döner. Total geil, Alter. War schon sehr lecker, muss ich sagen. So, da kam ich halt, wie gesagt, um ungefähr 8 Uhr zu Hause an. 8:30 ungefähr, habe mich direkt an den PC gesetzt und habe das React-zu-Video fertig gemacht. Was ich vor der Fahrt zu meinen Eltern aufgenommen habe. Knackig, oder? Ich bin ein richtiger Workaholic. So, und was mit diesem React-zu-Video gemeint war und was die Intention dahinter ist, das kommt gleich, weil es gab einige, die haben geschrieben, was hast du da gemacht? Ich, Alter, ist das euer Ernst und sowas? Und naja, ich werde da gleich drauf zu sprechen kommen. Ihr wisst Bescheid, ne? Gut. Ihr alten Drecksäcke, ihr. Ja, ja, alles muss man erklären. Was soll denn das?
Also, das React-to-Video von mir, oder beziehungsweise die React-to-ception, denn ihr müsst euch vorstellen, ich habe ein React zu einem 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 React gemacht. Also, total heftig. So. Was hat das für einen Ursprung? Warum wurde das denn gemacht? Was ist der Sinn dahinter? Ja, ihr müsst euch halt, wie gesagt, vorstellen, Kleda hat mich eines nicht allzu fernen Tages mal auf Twitter angeschrieben in den Direktnachrichten, weil er irgendwie kein Skype mehr benutzt, die alte Drecksau. Kein Mensch weiß, warum er das tut. Und naja, er hat mir halt gesagt, yo, ich hatte vorgehabt, zu dem React zu von Palo, also ihr müsst euch vorstellen, Palo ist ein Vlogger, ein Daily-Vlogger, und er, hat eine React zu seinen alten Videos gemacht, oder zu seinem ersten Video, was er auf seinem Kanal hatte, quasi dieses Kanalvorstellungsabonnierungsvideo. So, und dazu hat er ein React zu gemacht. Er hat sich das Video angeguckt und das ist quasi ein React zu. Auf etwas reagieren. Und bevor jetzt noch jemand denkt, irgendwie, ich oder alle anderen hätten die Fine Bros kopiert. Leute, ich glaube, diese React-to-Videos waren nicht mal ansatzweise irgendwie von den Fine Bros geklaut, weil es gab auch einige, die haben gesagt, ey, wenn das die Fine Bros sehen, ey, da könnt ihr euch auf was einstellen. Ja, ich habe auch Mr. Trashpack geguckt und ich weiß, wie verheerend das werden könnte. Aber dadurch, dass es halt nichts im Geringsten mit den Fine Bros zu tun hatte, dieses Video, es hatte nicht krasse Ähnlichkeit. Ne, außerdem haben die sich jetzt auch nicht das ganze React-to-Format gesichert, sondern nur ihre eigene Art und Weise, wie sie das machen. Auch wenn ich sie nicht schaue, ich habe mich soweit informiert und ihr könnt euch sicher sein, mein Kanal wird ganz sicher nicht gesperrt werden. Wo kommst du denn her? Und du? Dummer Idiot. So, wo war ich? Ach ja, genau. Kleda hat mich angeschrieben und meinte halt, yo, hättest du Bock auf Palos React-Video ein... Ja. React auf mein React-Video zu machen. Weil ihr müsst euch vorstellen, Kleda hatte vor, auf das React-Video von Palo ein React zu machen. Er reagiert quasi auf das Reagierungsvideo von Palo. So, und dann war sein Plan, weil es einfach nur typisch Kleda und behindert ist, dass er quasi von mir wollte, dass ich auf sein React-to-Video reagiere. Quasi, dass ich auf sein React-to-Video reagiere, dass noch quasi ein React-to auf das React-to von Palo war, auf die alten Videos von Palo. Also es ist total kompliziert und es ist behindert, wer da nicht den Überblick behält. So, es kam aber noch in der Zeit, ich wollte es natürlich machen, ist ja ganz klar, aber es kamen da noch zwei andere Burschen hinzu, die ein React-to-Video auf Kledas Video gemacht haben, oder es kam einer dazu und der andere hat quasi noch ein React-to-Video gemacht auf das Video des anderen React-to-Video-Erstellers und dann kam ich und habe quasi ein React-to auf den React-to von Fury Tracker gemacht, auf den React-to von Firebro, auf den React-to von Kleda, auf den React-to von Palo, auf Palos alte Videos. Blickt ihr durch? Gut, denn das ist die Erklärung. Und es kam bei euch sehr, sehr gut an. Die meisten haben sich gefreut. Ich bin leider der gewesen, der aus der Reihe getanzt hat, denn ich habe dieses React-to-Meme-Gedöns nicht verstanden, weil ich habe beim Video gelacht und man darf nicht lachen, man darf keine Emotionen zeigen und das wusste ich ja nicht. Na, es hat mich zwar gewundert, hä? Warum gucken die alle so behindert und warum verziehen die keine Miene? Weil ich wäre sofort los am Lachen, ne? Aber die haben irgendwie keine Miene verzogen. Bis auf Palo ganz leicht, aber naja, okay. Jetzt weiß ich es fürs nächste Mal und ob es irgendwann die nächsten Wochen, Monate mal weitere React-to-Ceptions geben wird, das werden wir wahrscheinlich irgendwann herausfinden. Keine Ahnung. Das soll es aber für diesen Part gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Dann vielleicht wieder mit einem Rangkampf-Part. Ja, Operation Goldfisch, aber definitiv. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.